Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir stehen hier vor, ja, weiß ich nicht, vor einem Informationsbeutel, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt. Der sieht aus wie Atlas. Das hatten wir vorher auch schon. Die Iterationsnummer müsste noch unsere sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es mal. Ich hoffe, wir haben nicht uns selbst gelöscht und konnten uns dann irgendwie retten. Vielleicht, dass wir einen Teil gelöscht haben von Atlas, dass, ja, wir haben sozusagen noch eine zweite Chance dann, dass wir davon gekommen sind. Vielleicht, ich bin nicht sicher. Wir gucken mal. Szenario, Iteration 2, 3, 1, 1, 8, 7, 6, 6, 1T gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Okay. Schiff 16 geleert. Grund, Wächterintervention, bewusste Übertragung. Analyse, neue Iteration generiert, Anomalie, Eindämmung vorbereiten. Übertragen oder weggehen? Komm, wir übertragen mal. Übertragung empfangen. Reisende Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam, Position verzeichnet, System integriert, C-Scan initialisiert. Aha, also wir haben ja. Okay, alles klar. Also haben wir erstmal wieder einen Gut bei Dingens. Das heißt, wir wurden gelöscht oder haben uns selber gelöscht, so wie es aussieht. Ja, wir sind ja eigentlich integriert gewesen, hat er ja gesagt. Das heißt, wir sind wirklich gelöscht, aber wir sind eigentlich noch dieselbe Person. Beziehungsweise zumindest sehen wir so aus. Wir wissen es aber nicht eigentlich, oder? Wie ist das? Das ist ganz verquer. Ich spiele hier ein bisschen, wie soll man das sagen? Hip-Hop hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier hin und her. Hibbidi-hop und so. Wir haben jetzt. Wir hätten auch weggehen können. Wir haben jetzt natürlich Atlas gesagt, jo, wir sind hier. Aber andererseits, wir lassen ihn erstmal in dem Glauben und machen trotzdem wieder unser eigenes Ding. Allerdings sind wir, ja, woanders. Aber wir haben unser Raumschiff. Ich flüchte zu meinem Schiff. Ich bin froh, in dieser merkwürdigen Welt etwas Vertrautes zu sehen. Wenn es denn unser Schiff ist, ich bin mir noch nicht sicher. Wir hätten auch dran vorbeigehen können, weil das Ding war eigentlich, geht dran vorbei, aber ich wollte trotzdem wissen, was es ist. Also er überwacht uns trotzdem noch. Das heißt, wenn wir so eine rote Kugel sehen, vielleicht nächstes Mal nicht anklicken. Wohin habe ich das Portal geführt? Ich war in der Schwerkraft dieser teuflischen Maschine gefangen und nicht stark genug, mich ihr zu widersetzen. Sie hat sich als Atlas vorgestellt, das Wesen, das so viele anbeten und fürchten. Wir haben jetzt ein Signal gegeben, dass wir fügsam sind. Erstmal. So würde ich das jetzt erstmal interpretieren. Ich habe keine Spur von Artemis oder den Wächtern gefunden. Warum bin ich überhaupt durch die Pforte geschritten? Warum bin ich diesem Pfad gefolgt? Um Wächter zu eliminieren, weil ich es kann oder um Artemis zu retten? Wir sind hier, um Artemis zu retten. Ist das wahr oder belüge ich mich damit nur selbst im Sinne eines Gedankens, den eine edle Person haben würde? Ja, so kann man es auch bezeichnen. Aber ich halte daran erstmal fest. Artemis war auf Hilfe angewiesen, aber ich habe mein Leben wirklich nur für ihn riskiert. Da ist noch mehr in mir, noch ein anderes Begehren. Als ich auf die Konsole starre, bietet sich erneut eine Gelegenheit an. Ich empfange eine eingehende Übertragung, die von einem Ort genau auf diesem Planeten ausgeht. Okay. Du bist nicht allein. Die Nachricht kennen wir schon. Das Signal scheint seinen Ursprung in diesem System zu haben. Es verwendet dieselben Worte, die mich schon vor so langer Zeit zu Artemis geführt haben. Könnten sie das sein? Hat Artemis den Atlas getroffen, so wie ich? Übertragung beenden. Sind wir jetzt doch in einem anderen Sektor? Ich bin mir nicht sicher. Ist mein Treibstoff ja alle noch nicht, aber. Was? Wieso ist mein Antrieb kaputt? Das wurde hierher geholt, aber mein Antrieb ist beschädigt. Okay. Wir brauchen rein das Ferrit wieder. Kein Problem. Wir haben ja zum Glück. Zum Glück haben wir eine Dinges dabei. Ein bisschen Material habe ich auch noch. 50 brauche ich wieder. Okay. Die Wasserstoff kann ich herstellen? Ja, kann ich.
Raumschiff. Mein Antrieb ist beschädigt. Müssen wir reparieren? Können wir reparieren? Okay, wir sind wieder fit. Dann ist es bereit. Und los geht's. Natürlich erstmal das Schiff kaputt gemacht, gerade beim Starten. Raumschiff mit mysteriösen Signalecho empfangen. Quelle lokalisieren. Da. Das sind abgefahrene Wirbelstürme. Sieht ein bisschen aus wie ein Ionensturm. Es sieht schon nice aus hier, ne? Aber irgendwie ist der Planet... Sind wir jetzt im anderen Universum? Das wäre ziemlich abgefahren, wenn die Portale sowas wie eine Verbindung wären. Moment, wir sind im roten Sektor. Die Wetteranomalie, die Portalerfahrung mit Nala teilen. Okay. Wir sind hier in einem roten Sektor, kann das sein? Planetare Stürme, wir sind nicht weit genug weg. Wir müssen noch weiter raus. Das sieht für mich aus, als wären wir in einem roten Sektor, weil hier gerade alles rot ist. Oder wir sind hier in einer alternativen Realität. Das kann natürlich auch sein. Ich blicke hier nicht mehr ganz durch. Jetzt können wir. Da müssen wir ja eigentlich sowieso hin. Hier in die nächste Dinge. In die grünen Systeme und in die roten. Was? Was? Darf ich jetzt landen? Was ist hier los? Warum hängt mein Raumschiff jetzt hier auf 7:30? Ich würde gern landen. Soll man jetzt hier sind Bug oder sowas, dann kriege ich die Krise. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann nicht aussteigen, gar nichts. Mach mich jetzt nicht schwach, bitte nicht. Ich kann die Erfahrung nicht mit Nala teilen, was hier... Wir müssen gerade laden. Das funktioniert ja super. Warte, Meilenstein, da muss ich denn hier... Warte mal, da, weiter D. Option. Automatische Speicherung 032. Oh Mann, habe ich so weit zurückgespeichert? Das darf doch nicht wahr sein. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Nein, ich sitze hier. Was zum Geier? Ich kann ja nichts machen. Ich sitze hier echt fest. Ich kann nichts machen, ne? Nee. Ich kann ein bisschen ranzoomen, aber das war's. Das ist ja Katastrophe, ey. Oh Mann. Automatische Speicherung laden. Das darf nicht wahr sein. Ja, nice. Jetzt muss ich das alles nochmal machen, oder was? Wenn wir das jetzt alles nochmal machen müssen, dann muss ich das im Schnelldurchlauf machen. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich in einer Anomalie, ja. Quersitze. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind auf einem anderen Planeten gelandet jetzt. Interessant. Okay. Ist ein anderer Planet jetzt. Lokalisiere ein Raumschiff und geh an Bord. Das gibt's doch nicht. Okay, sowas hatte ich bisher noch nicht, muss ich zugeben. Habe ich denn noch alle... Dingens hier. Anzug, ja, habe ich noch. Aber ich habe keinen Hitzeschutz, ne? Ich lade mal halt alles auf hier, ja, okay. Ich habe keinen Hitzeschutz hier drin in meinem Anzug. Ich würde gerne die anderen noch reinballern, aber das wird halt immer voller. Naja, da ist immer weniger Platz. Ja, wir sind definitiv auf einem anderen Planeten jetzt hier. Da ist noch eine fiese Pflanze, glaube ich, versteckt. Jetzt sind wir auf einem anderen Planet. Das finde ich ja nicht so spektakulär, weil das ist einfach nur ein heißer Planet hier, so wie es aussieht.
Da ist das Ding wieder. Na gut, ist ja mal so, wenn wir es nochmal spielen müssen, dann ignoriere ich das Ding jetzt, weil wir wissen ja, was damit passiert. Wir fliegen jetzt einfach los. Wobei, vorher gucke ich mir mal gerade hier Dingens nach. Da kann ich nachgucken, ne? Ja, ja, genau. Das ignoriere ich jetzt einfach mal kackendreist. Den nehme ich noch mit und dann gehe ich einfach. Mach's gut. Ich flüchte zu meinem Schiff. Ich bin froh. Okay, das kennen wir schon alles. Okay, das kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles. Immer noch hier, um Artemis zu retten. Das bleibt immer noch gleich. Wir halten immer noch daran fest. Kommunikation, okay, nochmal. Du bist nicht allein, das kennen wir auch schon, ja, ja. Übertragung beenden. Okay, Raumschiff ist beschädigt. Das kennen wir auch schon. Wir müssen wieder Dingens haben, ne? Okay, reines Verrät. Ich bin froh, dass wir hier die im Exo-Anzug diesen Dingens haben. So, nochmal das ganze 50. Okay. Dann einen Diewasserstoff brauchen wir noch. Da. Reparieren. Okay, dann sind wir wieder fit. Okay, los geht's. Wir ignorieren das Ding jetzt. Und fliegen nochmal los und holen uns die Anomalie hier sozusagen. Wir sind immer noch im Roten hier. Aber woanders jetzt auf jeden Fall. Die Uhrzeit stimmte allerdings nicht. Warum weiß ich nicht. Hier ist auch eine Flotte. Das ist aber wieder identisch, komischerweise. Okay. So, jetzt müssen wir also ein Stück noch weg hier, damit wir die Anomalie rufen können. Okay, das sollte jetzt aber machbar sein, hoffentlich. Okay. Neuer Versuch. Vielleicht ist auch eine andere Anomalie hier. Ich weiß nicht, wie die wir rufen, weil irgendwie vorhin in der Anomalie war irgendwas kaputt. Da war was anormal in der Anomalie. Ich hoffe, der landet jetzt richtig. Zum Geier geht hier ab. Ich frage nicht. Das kenne ich alles noch nicht. Das sind irgendwie Hologramme. Das kenne ich nicht. Das muss schon irgendwas Fortgeschrittenes sein. Egal. Wir gehen jetzt hier zu Nada. Mission erfüllt. Hoffentlich irgendwie. Keine Ahnung. Reisenderidentität. Das ist eine Weile her. Polo hat dich vermisst. Portal erklären. Ich erkläre meine Reise durch das Portal, meine Vision von einer seltsamen Welt auf der anderen Seite, wie ich weit weg von meinem Schiff erwacht bin. Nada sieht mich besorgt an. Reisender, deine Reise war länger, als du vielleicht glauben magst. Portale haben vieles mit unserem Zuhause gemein. Ihre Reise ist anormal. Aber du bist unversehrt, oder? Fühlst du dich komplett? Fühlst du dich nicht purpurn? Du bist unversehrt, fühlst dich komplett. Ja, ich fühle mich eigentlich noch komplett, glaube ich zumindest. Hoffe ich mal. Bestätigen wir mal. Nada ist zufrieden. Alte Portale sind seltsam, doch unser Zuhause ebenso. Polo ist clever. Die falsche Atlas-Identität kann uns nicht sehen. Polo benutzt Atlas Falschheit gegen sich selbst. Okay. Polo hat quasi... okay. Müssen wir die noch holen hier? Koordinaten. Es flimmert und flackert hier schon wieder. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe das probiert mit Schatten und allem möglichen. Es geht nicht. Also irgendwas wird hier falsch berechnet. Oder meine Grafikkarte ist wirklich hops gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt. Wie geht es dir? Bist du hungrig? So begrüßt man alte Freunde doch, oder?
Ich habe Nada gesagt, dass dir nichts passieren würde. Reisender, Freund, armer Nada, er wird nervös. Nach seltsamen Welten fragen. Einst existierten solche Orte nicht, waren ungesehen, doch jetzt, jede Sekunde erscheinen weitere. Sie sickern durch eine neue Schöpfung. Ich weiß nicht, woher diese neuen Welten kommen, was jenseits unserer Grenzen liegt. Ich glaube nicht, dass ich es jemals wissen werde, doch es ist aufregend, sie zu sehen, oder? Das Ding da drüben ist auch ziemlich laut, immer mit seinen Dingens. Hier bist du sicher, reisender Freund. Keine Sorge, unser kleines Zuhause hält die Störungen fern, die uns schaden können. Nahtastation fragen. Ich werde es tun, mein Freund, aber bitte sei vorsichtig. Wir wollen nicht, dass du uns verlässt. Naja, mich hat's eigentlich schon zersägt. Irgendwie, ne? Aber irgendwie auch nicht. Ja, ja, bist du sicher? Keine Sorge. Nach dem schwarzen Loch fragen. Natürlich, mein Freund. Eine ganze Galaxie für dich, nur für dich. Du musst alles sehen. Das ist ziemlich abgefallen, wenn du eine eigene Galaxie kriegen würdest. Okay, habe ich geholt. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Nada ist an Anomalie zu Hause gebunden. Nada scannt Universen, wo Nada einst Kreaturen des Schmutzes gescannt hat. Nada ist frei und doch gefangen. Nada ist glücklich und doch unglücklich. Nada ist jedoch in Sicherheit. Okay. Dann gucken wir mal. Du bist keine Ahnung? Suche einen Weg, um Artemis zu helfen. Bruder Koordinaten, schwarze Löcher, Reisende, Helios und Ares bieten Nanit an. Moment, wo sind die denn? Nanit nehme ich doch gerne. Sind die auf der anderen Seite wahrscheinlich? Mal gerade gucken, hier. Nee, die sind es nicht. Eisequenzer. Kronos, wo ist denn? Ares, hier. Der Reisende hofft, Fortschritte zu machen. Der Reisende testet sich selbst. Ich werde helfen. Ein Tausch, Fortschritt, für Fortschritt. Oder vielleicht Reichtum, Erfahrung oder Materialien. Beides wäre möglich, heute. Wirbelwürfel. Okay, Meilenstein im Daten. Du hast viel gesehen. Aber verstehst du es auch? Das weiß ich nicht. Bitte nimm das. Wow. 1800 Naniden. Bist du bereit für den Austausch? Sollen wir denn noch Upgrades kaufen? Was kann ich denn kaufen? Das sind alles nur B und C, die brauche ich nicht. Ich würde gerne gleich auf S upgraden. Gleich immer das Beste, aber das ist natürlich auch schwierig. So, warte mal, hier. Ne, da drüben kann ich noch hingehen. Hier. Iteration Helios. Ah, junger Reisender. Du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse sie so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit deiner alten Seele und teilst ein paar deiner Abenteuer mit mir. Ich sehne mich nach den Sternen und nach dem Ruhm der Entdeckung. Daten geben, Planeten. Vielen Dank, Kleiner. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. 165. Okay, da habe ich nicht viel gescannt. Okay, also wir müssen auf jeden Fall viel, viel mehr scannen. Der Ares hat uns richtig Naniden gegeben. Wow, 1800. Da können wir schon was mit anfangen. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da sind auch Skins, die kenne ich auch noch nicht hier von, ja, wie soll man das sagen? Reisenden. Okay, hier, das hat funktioniert. Wir können hier gehen. Hier sind auch viele Alien-Schiffe, also irgendwie, wow. Raumschiff hat ein mysteriöses Signal-Echo empfangen. Wo müssen wir hin? Da lang. Kann ich mir noch so ein paar Dinger krallen? Hier, warte mal. Ich brauche ein bisschen Treibstoff. Platin ist hier drin. Platin hilft mir aber leider nicht weiter und Gold auch nicht. Ich brauche Tritium. Das sind neue, auf jeden Fall ein neues System hier, ne? Die Frage ist, komme ich zu meinem alten System wieder zurück? Wow. Das ist eine komplett neue Flotte, aber das sieht schon nice aus. Wenn wir es als Menschheit wirklich so weit bringen könnten, wow.
Das wäre schon ziemlich abgefahren. Aber dann sollten wir uns nicht selber bekriegen hier. Was haben wir denn hier? Hohe Wächteraktivität? Ich sehe das gerade nicht. Ja. Das ist nicht so geil. Egal. Gucken wir mal. Hohe Wächteraktivität ist, ja. Solche Planeten gehe ich halt ungern, weil wenn du hier irgendwas abbauen willst, im schlimmsten Fall hast du immer gleich einen Wächter am Hintern. Das wäre nicht so toll. Die Richtung, okay. Na komm, darf ich wieder einsteigen? Also normalerweise müsste ich viel mehr scannen. Missionsziel wurde erreicht. Was? Wo? Missionsziel wurde erreicht. Was? Da unten? Ne, da war ich doch gerade. Ich muss doch in die Richtung. Der sagte mir da lang. Wir fliegen mal in die Richtung weiter. Das müsste ja hier in der Nähe sein eigentlich. Da. Da ist was. Okay. Erst wieder Naniten sammeln. So viel wie geht. Das nehme ich mit. Was haben wir hier Tolles drin? Nur Schleim brauche ich nicht. Oh, hier. Enzyklopädie, das Wort für sein gelernt. Auch nice. Okay. Sind wir hier richtig? Bin mir nicht sicher. Ne, wir müssen in die Richtung. Wir sind hier auf jeden Fall falsch, okay. Dann gucken wir mal. Da die Richtung müssen. Wie weit? 800. Also drehen in die Richtung. 800 in die Richtung, hier lang. Schauen wir mal. 800 ist ein bisschen entfernt. Das müsste hier irgendwo sein, hier unten. Da ist mal nichts zu sehen hier. Merkwürdig. Ich lande mal hier. Geschätzte Entfernung 570. Wow, da habe ich aber ein bisschen komisch geparkt. In die Richtung 570. Da war ich doch gerade. Das ist doch wieder genau da, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Oder ist das Untertage? Meter in die Richtung. Okay, das ist nicht so weit. 98 Meter in die Richtung. Oh, da. Hier ist ein Grab. Alles klar. Das habe ich nicht gesehen. Es puckert. Ich nehme mit der Quelle des Signals. Ein Hologramm erscheint. Es ist Artemis. Aber es ist nichts zu hören, bis auf das langsame Pulsieren von kosmischen Geräuschen im Signal. Fragen, ob alles in Ordnung ist. Das ist ein Grab eigentlich. Falls mich Artemis hört, gibt er kein Zeichen von sich. Das Hologramm starrt nur vor sich hin. Es ist seltsam, aber es fühlt sich nach einem Déjà-vu an.
Als ob ich schon mal hier gewesen wäre, genau in diesem Moment. Fragen, was nicht stimmt. Als ich mich nähere, beginnt die Projektion von Artemis zu sprechen. Ihre Worte werden von seltsamen statischen Geräuschen unterbrochen. Sie kamen, kst, haben genau beobachtet, kst, Maschinen, Mörder, kst, gegen, kst. Die Stimme wird still, die Projektion sieht mich an, irgendwas stimmt hier nicht. Das Hologramm scannen. Ich scanne das Hologramm, es verfügt über exakt dieselbe Signatur wie alle anderen Übertragungen, die ich von Artemis erhalten habe. Es gibt keine verborgene Quelle des Signals, alles, was es gesagt hat, scheint seinen Ursprung direkt vor mir zu haben. Als ich hier stehe, beginnt Artemis zu sprechen. Wo sind? Kst. Aussortiert. Aber trotzdem geliebt. Anomalie, sie. Kst. Nada, kst. Polo beobachten uns. Kst. Verfolgen. Kst. Fehler. Kst. Verlassen, aber es ist nicht wahr. Durch das Portal. Kst. Bitte traue nicht. Kst. Wir sind durchs Portal. Ich habe Angst. Sind. Kst. Nicht. Artemis trösten. Die Projektion verschwindet zu einem Rauschen. Dieses Echo ist alles, was von dem Wesen namens Artemis übrig ist. Ein Grab aus defekten Daten, gefangen in einer dunklen Realität. Uff. Mein Freund ist tot. Vielleicht war er gar nie am Leben. Ich muss Apollo erzählen, was ich gesehen habe. Puh, okay, das ist, das ist schon ein bisschen hart hier. Na gut, gehen wir. Das Artemis ist auch nur noch ein Überrest. Es wäre natürlich abgefahren, wenn er wir gewesen ist. Das wäre aber ein bisschen, wie soll man sagen? Bricht der Apollo von... Oh Mann, Holo-Terminal war doch da unten schon. Nicht schon wieder. Ich hatte doch eins direkt nebenan. Wo ist es? Auf einem anderen Planeten? Ja, wir müssen auf einem anderen Planeten, okay. Ich darf nicht das benutzen, was wir schon gesehen hatten. Na gut. Ja, es wäre abgefahren, wenn es verschiedene Versionen von uns gäbe. In verschiedene Versionen, in verschiedenen Universen. Und wir aber irgendwie miteinander interagieren können. Die Frage ist, wäre das zu unserem Vorteil oder nicht? Weil andere Universen kann natürlich auch sein, dass die Realitäten anders sind, dass wir anders sind. Andere Personen, andere Ränge, andere Jobs, andere Umgebung, anderes Verhalten. Das kann alles möglich sein. Okay, das ist ein ungefährer Standort. Ich habe jetzt auch nichts gesehen hier gerade. Oh oh. Nichts gesehen. 400, also hinter dem Berg würde ich sagen. Oder vor dem Berg noch. Weiß ich nicht genau. Na komm. In die Richtung. 400 wäre aber hier oben irgendwo, oder? Bin mir nicht sicher. Es wäre schon ein bisschen zu weit, glaube ich, hier oben. Da lang? 400 in die Richtung.
Da runter, okay. Treibstoff alle, okay. Können wir noch nachfüllen? Kein Problem. Da, hinter uns. Da müssen wir hin. Ich war auch mal auf einem Eisplaneten hier und die gehen einigermaßen, muss ich zugeben. Da kann man drauf leben. Die sind auch nicht ganz so hardcore. Wenn man irgendwo eine Höhle hat. Hier Nanitenhühner mitnehmen, wie immer. Das braucht man nicht. Was haben wir hier noch Tolles? Einen haben wir gelernt vom Bikini. Oh, wir sind hier auf dem in der Bikini-Dingens. Speichern machen wir nochmal. Was sind die abgefahrenen Viecher, Mann? Gut, dass wir einen Eisschutz haben hier. Aber der hält auch nicht mehr lange. Oh, ich habe 10 Nanit gekriegt. Jetzt bin ich reich hier. Oh Mann. Wer baut eigentlich das Ding hier so komisch? Wenn es hier arschkalt ist, es muss super glatt hier sein auf dem Metall. Und das Kristalle oder was ist das da drüben? Warnung. Netzwerk beschädigt. Warnung. Manuelle Überschreibung erforderlich. Es gibt keine Signalübereinstimmung für Artemis oder Apollo. Das Terminal ist ein Datenstrom aus Warnung und Fehlermeldung. Manuell überschreiben. Die Warnung enden, eine neue Frequenz erscheint. So, das Ding gehackt hier, wa? Störung, 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 Datenfluss. Was? Der ist anders. Null. Krass, Artemis war hier, Apollo war hier und jetzt haben wir hier jemand Neues. Du bist nicht allein. Sag mir, was hat das Leben für einen Sinn, wenn wir wissen, dass es enden wird? Fragen, wer er ist. Sag, aber das Leben bleibt gelebt. Sagen, wir bereichern das Leben anderer. Sagen, dass du es nicht weißt. Was hat das Leben für einen Sinn, wenn wir wissen, dass es enden wird? Puh, das ist so ein bisschen tiefgründig. Ich frage mich immer, was diese durchscrollende Antwort ist. Ist das, dass das nicht geht, oder? Aber das Leben bleibt gelebt. Das wäre eigentlich ziemlich egoistisch, muss ich zugeben, ne? Aber gut, das gehört auch dazu. Sagen, dass es nicht weißt. Ja, gut, könnte man auch machen. Wir bereichern das Leben anderer. Das ist schwierig, weil... Das wissen wir ja nicht. Das könnte man sagen. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte erstmal gesagt, das Leben bleibt gelebt. Da wäre man auf der sicheren Seite. Wir sagen das. Tut es das? Alle diese Momente verschwunden, alles, was war, bedeutungslos. Ich kenne dich, Reisender. Ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wohin du gehst. Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis gerettet werden könnte? Was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis noch einmal leben könnte? Gewissermaßen. Ich frage mich, was du dann machen würdest. Verlangen, dass es sich identifiziert, sagen, dass du es machen würdest, sagen, dass du mehr wissen müsstest. Wenn ich dir sagen würde, dass Artemis gerettet werden könnte, was, wenn ich dir sagen würde, dass Artemis noch einmal leben könnte, gewissermaßen? Ich frage mich, was du dann machen würdest. Ich müsste eigentlich erst noch ein bisschen mehr wissen. Da würde ich tatsächlich ein bisschen auf Safe spielen. Ich würde es schon machen, aber ich würde vorher gerne noch etwas mehr wissen. Also mehr wissen. Ein Skeptiker? Tja, Artemis war bereits tot. Dein Vorhaben, ihn zu retten, ist fehlgeschlagen. Was hast du zu verlieren?
Das Blut von Artemis sind Daten. Sein Herz ist eine Störung. Ich kann dir helfen, sie beide zu beschaffen. Wir brauchen einen Gedankenbogen, einen Behälter für seine Seele. Kannst du ihn für mich besorgen? Ich reaktiviere Artemis Frequenz. Sprich mit ihm, wenn du soweit bist. Der Fremde bietet mir einen Bauplan für etwas an, das er Gedankenbogen nennt. Er behauptet, dass ich Artemis mit diesem Gerät wieder zum Leben erwecken kann. Akzeptieren. Ich willige ein, ohne zu wissen, wer dieser Fremde ist und oder woher er so viel über meine Abenteuer weiß. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, Artemis zu helfen, werde ich sie ergreifen. Das ist so ein bisschen Ghost in the Shell-mäßig oder sowas, habe ich gerade das Gefühl. Da ist Artemis. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mit seiner Frequenz sprechen, also mit seinem... Ja, wie soll man sagen? Mit seinem Wesen, was davon übrig ist, ne? Der erste Reisende, Artemis. Bist du... Kst. Bist du... Kst. Bist du... Oh, wir sitzen in der Endlosschleife fest. Artemis wiederholt diese beiden Worte endlos und kann weder mein Gesicht sehen, noch meine Stimme hören. Ich muss den Gedankenbogen herstellen, bevor ich ihm weiterhelfen kann. Bleibt das Ding jetzt hier an? Können wir das Ding bauen? Warte mal. Was muss ich denn da bauen? Lebende Perle muss ich finden. Metallplatte ist kein Problem. Cadmium brauchen wir. Das heißt, wir müssen im roten System sein. Seelenenergie. Glas kann ich herstellen, ist kein Problem. Kabelbaum kann ich kaufen. Hyperantrieb-Upgrade erforderlich, um Cadmium zu finden. Kaufe in der Weltraumanomalie. Was? Konnte ich nicht mehr lesen. Kommen wir denn wieder hier? Oder bleibt Artemis jetzt hier stehen, bis wir wieder zurück sind? Fragen über Fragen. Kann ich nochmal speichern, bitte? Okay. Ich bin gespannt. Wir müssen also Raumschiff-Upgrades machen, jetzt, dass wir in andere Systeme kommen. Dann können wir nämlich auch die anderen Baupläne bauen. Beziehungsweise die Atlas-Dinger aufschließen. Hier, der Planet ist ziemlich abgefahren mit den Nebelsen. Da ruckelt erstmal das ganze Ding. Alter, da kommt eine ganze Flotte um die Ecke. Krass. Das sieht schon echt episch aus, muss ich zugeben. Na, mal gucken, wie es weitergeht. Die Brotkrumm-Spur führt weiter. Und wo sie uns hinführt, werden wir sehen. Ich frage mich, ob Artemis dann so wird wie Apollo. Dass wir ihn gerettet haben in dem Sinne. Und er auch in einem Maschinenkörper dann eigentlich steckt. Aber er wäre gerettet. Wenn das denn Leben ist, ich weiß nicht noch. Ich sag mal so, wenn das wie bei Ghost in the Shell wäre, dass du auch diese, wie soll man sagen, Empfindungen wieder wahrnehmen könntest, wäre das ziemlich abgefahren. Weil dann wäre das ja nur eine andere Art von Körper. Wenn man ihn aber trotzdem genauso benutzen könnte und das wahrnehmen könnte, wäre es dann wichtig, ob der Körper so war wie früher oder ob er anders ist? Wer weiß, wer weiß. Fragen wir Fragen. Wir schauen mal in der nächsten Episode. Wir müssen die Sachen finden und dann Artemis einen Körper beschaffen und seine Seele zurückholen. Und schauen mal, was davon wird. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.